Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Letztens habe ich einen Artikel gelesen, da ging es um eine Schweizer Suchtklinik für richtig schwerreiche Menschen, ne? Die halt irgendwelche Süchte haben. Da ist auch alles Mögliche dabei. Alkohol, Heroin, Kokain, Cannabis vermutlich, Glücksspiele, Sexsucht, bla 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 bla. Alles Mögliche, wo man halt süchtig werden kann. Da gibt es halt dann einen Psychologen, der nur für die eine Person da ist, rund um die Uhr, die sich ja in das Hotel mit einmietet und wo halt versucht wird, dann mit Gepempere und weiß der Geier was alles, den in Zügen und danach folgende Entwöhnung so leicht und einfach wie nur möglich zu machen. Ich glaube, dass hinter diesen Gebaren massive Geschäftsinteressen stehen. Weil wenn es zu einfach ist, mit irgendwas wieder aufzuhören, dann fängt man auch ganz einfach wieder an. Es gibt ja auch diese bei Heroin diesen Turbo-Entzug. Ja, wenn du da richtig krass drauf bist, dann wirst du in Narkose gelegt und dann kriegst du eine Naloxon-Spritze oder sowas in der Richtung, einen Antagonisten, der halt den Entzug beschleunigt. Man wird deswegen in Narkose gelegt, weil das so hardcore brutal ist, dass man das so bewusst nicht mitmachen würde. Ja. Ich habe ja mal erzählt, dass ich aus Dummheit und Spritzengeilheit mir weiß ich nicht, was passt. Also ich hatte eine 1 ml Spritze, eine rote, und davon ein Strichchen, das sind dann auch nochmal Unterteile. Ich denke mal 0,01 schieß mich tot. Und habe das gespritzt, da war ich allerdings nicht mehr affig, gar nicht, war ja schon fertig mit dem Ziehen und so weiter. Und das hat einen Entzug ausgelöst, dass alles zu spät ist. Meine Lungenflügel haben gebrannt, meine Beine haben wehgeschmerzt, dass alles zu spät ist. Meine Arme, meine Finger, meine Beine, habe ich schon gesagt, meine Füße. Aber innen drin, das war so hardcore. Es hat gebrannt wie Feuer. Überall im ganzen Körper. Dann natürlich hat es einen Suchtdruck ausgelöst und mir wurde schwindelig und schlecht. Und ich wollte nur noch das beenden. Hey. Das, mir war alles egal. Auf dem schnellsten Weg München Hauptbahnhof, damals war da die offene Szene, und mir dort was geholt, damit ich das wieder abschalten kann, aber das war echt brutal. Der Gag war, die Symptome, die eigentlichen Symptome, die körperlichen, die waren dann schon vorbei, als ich von Seefeld-Eschendorf mit dem Auto, damals mein Auto gefahren, am München Hauptbahnhof war. Wir haben an der Donnersberger Brücke unten drunter irgendwo geparkt und da ging es wieder. Aber das Psychische und dieses, nee, Alter, dafür will ich jetzt einen gescheiten Druck haben. Das war so hardcore in mir drin, dass man ja halt dann natürlich da einen Rückfall gebaut habe. Dass ich dann losgegangen bin und was geholt habe und unter der Donnersberger Brücke habe ich den Druck gemacht. Und es ist ganz strange, wie das Licht sich verändert. Ja, gerade bei so einem Wetter wie jetzt. Also, während ich jetzt das Video aufnehme, haben wir Januar, Mitte Januar. Und Sonne scheint und es ist eher so wie früher April war. Es ist kühl, aber es ist sonnig, es ist trocken. Und so ähnlich war es halt damals auch. Weißt du? Die Situation, die Lichtsituation meine ich jetzt. Und dann sitze ich da so in dem Auto drin von der Tina und mache mir den Schuss. Und von hinten nach vorne hatte ich das Gefühl, als hätte einer das Licht umgeschalten. Also wie so ein Lichtfilter. Plötzlich sah alles anders aus. Kälter. Viel kälter. Mir ist zwar wärmer worden und mir ging es besser, aber die Optik war irgendwie anders. Und da ist mir das zum ersten Mal so bewusst worden, wie man die Steckis kriegt dass da natürlich dann auch im Augenhintergrund das Licht anders einfällt und dass das dann ein anderes Bild gibt. Das ist halt schon. Na, der Körper wird einem bewusster. Ja. Aber ich muss dazu sagen, dass das Zeug, was sie da damals in München verkauft haben für 50 Mark, das hättest du blind spritzen können, weil es halt so aufgestreckt war.
dass es auf gar keinen Fall eine Überdosis gibt. Aber das ist halt auch so dieses Problem. Ab und zu, wenn die Polizei aktiv wird und die Szenen ein bisschen aufräumt und mal wieder ein paar Leute rausfischt, trifft es ja meistens nicht die oberen, sondern in der Mittelschicht irgendwo jemanden. Wenn es schon weit hoch geht, dann ist es irgendwo in der Mitte oder eben die Straßendealer. Und angenommen, die Straßendealer sind alle weg und in der Mitte trifft es auch ein, zwei und da kommen dann neue hin und die sind halt dann nicht so krass beim Strecken, die tun halt dann nicht so viel rein. Ja, und die Straßendealer, sagen wir mal, fangen gerade an damit und hauen halt auch noch nicht so viel rein. Und dann kaufst du dir da so ein Päckchen, dann ist es plötzlich viermal so stark. Und das ist dann eine Überdosis und die überlebst du nicht, wenn du Pech hast. Genauso ist es halt, wenn du irgendwelche Medikamente nehmen musst, die auf dein Atemzentrum einwirken, dann kannst du da davon ausgehen, dass du sehr viel schneller Probleme mit dem Atmen kriegst, wenn du was konsumierst, als wie jemand, der das nicht nehmen muss. Also mir sind Sachen passiert, hier habe ich gespritzt gehabt oder wollte, ich habe die Nadel drin und habe versucht, die Ader zu treffen und immer wieder, wenn ich angezogen habe und das Blut rein ist in die Spritze und wollte ich drücken, ging es nicht mehr was zu und ich dachte mir, ich bin wieder raus und immer wieder so und dann ziehe ich die Nadel raus und dann ziehe ich so eine lange Blutkuchenwurst mit aus dem Ader raus, weil das vorne gleich geronnen ist. Da haben die irgendwas reingestreckt, dass wenn es mit Blut zusammenkommt, sofort gerinnt. Das Zeug da drin, das konnte ich halt nicht mehr konsumieren. Das ist halt dann schon, oh, da wärst du richtig sauer. Du hast gerade dein ganzes Geld ausgegeben, hä? Du bist ganz weit weg von irgendeinem Material, was dir den Affen wegnehmen könnte und du versuchst dir dein letztes Zeug, da kommst du auf Sachen her. Da wird das dann gefiltert, da wird die Spritze dann, das was da drin ist, nochmal auf den Löffel und das wird dann gefiltert, was du da hast und das wird dann noch einmal aufgekocht wegen dem Viren, was du da einbildest und glaubst halt, dass es damit abtötest. Da kommt man ja so komische Gedanken und versucht es dann immer wieder her. Und, das Letzte, was machst du, schlägst es ab und schluckst es runter und hoffst, dass da Opiate drin waren, die deine Affen nehmen. Ja. Ich habe mein Zeug immer mit einem Glitzy aufgesaugt. Also ich habe das durch einen Schwamm durchgezogen und nicht durch einen Wattefilter, wegen den Fasern. Ja, wenn du die Fasern mit drin hast und du spritzt da die Fasern mit rein, hey, das ist halt ekelhaft. Du kriegst einen Shake, da schüttelst dich und dann frierst du so und hast immer so einen Krampfanfälle. Und da hilft auch nur wieder ein sauberes Zeug hinterher spritzen. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich mache mal meine Dinge anders. Was die anderen alles am machen. Ich breche das einfach, diese Konvention. Und niemand, es gibt keine Regel. Es ist eh verboten. Hä? Und nirgendwo steht, du musst, wenn du dir das spritzt, das erst durch Baumwolle oder durch so einen Zigarettenfilter saugen. Ich habe mal halt einen Schwamm klein geschnitten, habe den erst ausgekocht, damit er richtig, damit ich mir sicher bin, da ist nichts drin. Und dann habe ich halt da das auf den Löffel gelegt, so ein kleines Stückchen Schwamm, und habe da drüber das gesaugt, weil der Schwamm siebt das genauso aus, das ganze grobe Schwefelzeug. Die Schwämmchen habe ich danach mit dem natürlich sauber gemacht, den Löffel, und die Schwämmchen habe ich in der Spritze gesammelt. Und als ich so also 10 ml Spritze von der kleinen Schwämmchen gehabt habe, habe ich halt einfach einmal richtig runtergedrückt, ja, ein kochendes Wasser aufgesaugt, ein bisschen drin gelassen, so Shaking, und dann wieder runtergedrückt. Und dann habe ich eine schöne Lösung noch mal auf dem Löffel gehabt, die mit der ich meinen auch mal guten Affen wegmachen habe können. Ja. Klug war das nicht, muss ich dazu sagen. Ja. Aber diese Baumwoll- oder diese Zigarettenfilternummer ist auch nicht klug. Ist genauso scheiße, wenn man sich den Dreck da reinhaut. Aber viel schlimmer ist halt das, was die Leute reinstrecken. Ja. Die nehmen da auch irgendwelche Tabletten. Das ist denen ganz egal. Die werden kleingestampft und da reingemischt. Und die Nebenwirkungen von diesen Tabletten, wenn die das, wenn es gut ist, dann nehmen sie dir sogar noch einen Affen weg oder machen dich müde ein bisschen. Aber wenn du Pech hast, schädigst du halt nur deine Leber und deine Nieren und deine Adern natürlich und dein Hirn. Ja? Wenn das mit Psychopharmaka ist, was sie da reinmischen, dann kann das schon sein, dass das auch auf dich eine extrem psychische Wirkung hat. Ja? Und es ist auch, wenn du dir
Jetzt komme ich mal wieder auf diesen einen Kanal zu sprechen, der ja echt nicht schlecht ist, gell? Wo man da halt, der lässt halt Leute zu Wort kommen, die auf der Straße leben. Und die meisten davon sind harte Drogen, auf harte Droge, auf irgendeine. Und die erzählen halt aus ihrer Sicht, wie ihr Leben so ist. Und das ist halt die Endstation davon. Ja? Das nächste ist der Tod, kannst du sagen. Weiter geht's nicht mehr. Und wenn du dir die verschiedenen Städte anschaust, dann siehst du auch oder hörst du sogar die verschiedenen Nebenwirkungen ein bisschen raus. Also die psychischen Probleme, was da manche haben, bin ich mir sicher, entweder ist das nicht erkannt worden vorher schon und die hatten das schon und sind deswegen abhängig geworden, oder aber das ist eine Nebenwirkung von irgendeinem Dreck, was die Leute da reinstricken. Hundertprozentig sicher bin ich mir natürlich nicht. Das ist auch nur so das, was ich mir gedacht habe oder das, was ich mir dabei denke, wenn ich das so sehe und das mit eins und eins zusammenzählen mit den Dingen, die ich selbst erfahren habe und die ich selbst erlebt habe und das, was ich selber gesehen habe. Ne? Ich meine, ich war 10 Jahre auf Heroin und auf harter Droge und weiß nicht, wie viel ich vorher schon an Rumprobiererei gehabt habe, bevor ich überhaupt das erste Mal einen richtig fiesen Absturz gehabt habe. Ich meine, ich war Polytox vorher schon, ich habe alles Mögliche genommen. Aber halt nicht jeden Tag, was ich halt gerade gekriegt habe, was mir Spaß, auf was ich gerade Bock gehabt habe. Ja. Wenn es mal Valium waren, dann waren es halt mal Valium. Ohne zu wissen, was das eigentlich ist, haben wir das halt genommen, wenn wir gedacht haben, das sind halt irgendwelche Drogen. Erst später habe ich erfahren, dass Valium ein Medikament ist gegen Angstzustände und gegen Paranoia und sowas und dass die Dosierung, die ich da genommen habe, schon richtig hoch gegriffen war. 10 Milligramm ist eine normale Dosierung und ich habe halt 10 Tabletten genommen. A 10 Milligramm. Und das ist halt schon eine sehr heftige Dosierung. Und wenn du da dran gewöhnt bist, da wieder runterzukommen, das ist Horror. Ich habe echt lange gebraucht. Obwohl ich andere Sachen genommen habe, ich habe Codein reingehauen, ich habe ab und zu Heroin, was ich gekriegt habe, oder gekifft habe ich halt ganz selten mal, weil ich halt Urinkontrollen im Nacken hatte. Und lauter so eine Geschichten. Und dann, weißt du, dann habe ich mich runterdosiert von dem Diazepam-Ding. Und das war halt überhaupt nicht schön. Ich habe so Angst gehabt. Das glaubst du gar nicht. Vor der S-Bahn. Da kam eine S-Bahn von Herrsching in Richtung München und ich wollte nach Herrsching fahren zur Apotheke, weil die am Samstag offen hatte da und ich brauchte wieder Diazepam. Wir sind mal ausgegangen, eigentlich wollte ich keine, aber mir ist so scheiße gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann die letzten, jetzt komm zu, die letzte halbe Milligramm nicht einfach absetzen. Ich muss noch weiter runterdosieren, weil ich so richtig Angst und Schiss gekriegt habe. Da kam eine alte Frau, ich denke mal so um die 70, ja, 75 rum, ganz auf mich zu und ich habe vor dieser Frau Angst gekriegt. Kannst du dir das vorstellen? Was will man die denn schon tun? Die hat mich nicht einmal angeschaut, aber ich hab halt vom Gefühl her, das Feeling war da, weil ich einen Diazepamentzug gehabt habe. Nur deswegen. Da flog ein Flugzeug drüber, das war ewig weit oben und in meinem Kopf war das ein Atombomber, der auf dem Weg nach München ist. Komischerweise ist er gar nicht nach München geflogen, sondern Richtung Österreich. Aber ich habe halt ja voll in Film gefahren, verstehst du? In der Apotheke habe ich den dann überredet, dass er mir das Rezept, was ich hatte, ich hatte 5 Milligramm Tabletten draufstellen, dass er mir keine 5er gibt, sondern 2 Milligramm, aber halt dementsprechend mehr. Ja? Damit ich jetzt erstmal meinen Affen auffangen kann, wollte ich halt schon 10 Milligramm einfahren und dann langsam runtergehen. Nicht von 10, sondern mit einem 2 Milligramm dann 1 Milligramm, halbes Milligramm. Von dem da wieder und so weiter. Zum Glück hat es der Apotheker gemacht, weil er gesagt hat, das ist ihm egal, der hat den Wirkstoff aufgeschrieben, der Arzt, und solange wir da nicht drüber gehen, ist ihm das okay. Ja. Und dann habe ich halt die gekauft, bin dann zum Bernd, den ich von Daytop gekannt habe, der war halt da in Herrsching, hat da gewohnt, an so einer Kellerwohnung. Und dann bin ich halt zu dem und habe ihm das halt geschildert. Und da sagt er, ja, das kennt er. Er hat auch Leute kennengelernt, die sowas entzogen haben. Und die haben halt ganz andere Filme gefahren, weil die von höheren Mengen auf Null gegangen sind. Und da geht halt ganz was anderes ab. Da kriegst du auch Krampfanfälle. Ja. Schlage ich gleich einmal einen Bogen zum Holly. Holly war auch einer, der mit mir in dieser pharmazeutischen Großhandlung gearbeitet hat. Mit dem Enz.
und mit dem Robert zusammen. Und der Holly, der hat halt später auch immer noch weiter Diazepam, Flunitrazepam, alles so diese Angsthemmer. Und da geht auch die Hemmschwelle weg. Also man traut sich mehr und ist total Grenzgänger mit seinen Sprüchen und so. Und ja, der hat auch mal wie Smarties eingeschmissen und gedacht, er kann es einfach wieder aufhören. Und dann hat er einen Krampfanfall und während dem Krampfanfall sich die Zunge abgebissen und ist halt dann verblutet. Elendig. Und das sind halt Filme, die, ja, weißt du, wenn du anfängst mit Cannabis zum Beispiel, dann kann er ein Kiff so und lernst du Leute kennen, die auch was anderes nehmen und was anderes verkaufen und dann kommst du dem Ganzen nicht immer näher. Du denkst doch gar nicht dran, dass andere Drogen, wenn man die überdosiert, dass, oder hochdosiert, dass da vielleicht irgendwelche Hardcore-Sachen passieren können. Dass einer sterben könnte. Auf die Idee kommt man doch überhaupt gar nicht. Ja. Zu große Nase Koks, zu reines Koks, Basen oder Spritzen ist schon, kann schon tödlich enden, hey, und mit dem Heroin sowieso. Heißt, und trotzdem nehmen es die Leute immer wieder, weil sie halt irgendwelche Probleme wegmachen wollen oder weil sie es rumprobieren und dann den Absprung nicht schaffen. Das war's dann mal für heute, Leute. Peace out.